und verlassen den anheimelnden, von Bäumen reich bestandenen Kirchplatz über die alte, wohlerhaltene Treppe. Um zunächst wieder einen Blick in die Vergangenheit zu tun. Rechts die Buch- und Kunsthandlung Schünemann, wo ich meine ersten Noten kaufte und später die mit Spannung erwartete erste vogelkundliche Zeitschrift regelmäßig empfing. Nach links schließt sich das alte Haus Pollner aus dem 18. Jahrhundert an. Heute nimmt den Platz des Schünemannschen Hauses der durch seine Schlichtheit imponierende Bau der Stadtverwaltung mit seinen Büros in den Obergeschossen ein. Die Kamera wechselt wiederum mit Sprüngen die Zeit, um uns die gewaltigen Veränderungen in der Nachkriegszeit, besonders hier in der Bahnhofstraße, vor Augen zu führen. Der einstige Hof Rahning aus dem 17. Jahrhundert, in dem sich heute die Stadtbibliothek befindet, mit einem Schwenk auf die Laurentiuskirche aus einem alten 16mm Film von 1956, den uns das Tabakmuseum zur Verfügung stellte. Und schon ein 8mm Farbfilm von Otto Pollner aus dem Jahre 1961.